Er hat da eine Karte zum Jahreswechsel. Kontrastprogramm für die Fortuna vergangenen Mittwoch, Flutlichtatmosphäre und ein volles Südstadion. Heute Regionalliga West an der Poststraße und das vor gerade einmal 500 Zuschauern. Man wollte das aus im Bitburger Pokal verarbeiten und das möglichst mit Punkten gegen den SC Verl. Die Golombek 11, die positive Überraschung in dieser Liga. Mit dem Abstiegskampf hat man nichts zu tun und man konnte sowohl Lotte als auch Viktoria ärgern. Entsprechend ungemütlich die Aufgabe für die 11 von Koshinat, die hier die erste Torannäherung hat durch die Hereingabe von Kwame. Der SC Verl, ein Dauergast in der Regionalliga. Seit 1994 ist man in dieser Spielklasse. Man findet immer wieder gute Spieler, um in der Liga zu bleiben. Einen, den man vor der Saison aus dem Hut zauberte, Simon Engelmann, der hier knapp verzieht, 16 Minuten da gespielt. Insgesamt aber beide Teams fußballerisch mit mager Kost, vor allem die Gastgeber mit vielen ruhenden Bällen wie hier. Bei den Eckball die komplette Innenverteidigung mit aufgerückt, so mal Platz für die Fortuna zu kontern. Steffen schickt Kijalka auf die Reise, Timo Jerome Kijalka neu in der Startelf. Er sollte im Doppelsturm neben Kraus für Torgefahr sorgen. In der Mitte Tobias Fink ohne den Riecher eines Stürmers. Die Fortuna aber mit dem Ansatz von Torgefahr, wenn es schnell ging. Allerdings, das eher selten der Fall bislang. Man tat sich schwer gegen den gut organisierten SC Verl. Jetzt mal Damani mit etwas Platz zum Flanken. Steffen völlig frei am zweiten Pfosten, aber der verzieht in der Situation. Der Versuch von Steffen, die beste Möglichkeit im ersten Abschnitt. Nächster Anlauf Damani und dann Kraus mit dem Kopfball. Es war kein Spektakel von beiden Teams, besonders die Fortuna ohne Kreativität im Spielaufbau. Kopfball Zinke und dann Kraus mit der Spitze noch dazwischen. Thomas Kraus, er profitiert da beinahe von der Uneinigkeit zwischen Böhmer Schulte und Lange. Insgesamt aber der Doppelsturm Kraus und Kijalka ohne echte Bindung zum Spiel bislang. Auf der anderen Seite allerdings auch von Verl offensiv nicht wirklich Gefährliches zu vermelden. Hier profitiert man vom missglückten Klärungsversuch von Hörnig, Fink dann aufmerksam vor Meinka. Es war eine Phase, in der die Kölner die Gastgeber in die Offensive einluden. Ballverlust von Zinke und dann Meinka mit Platz, um Fahrt aufzunehmen. Der Abschluss aber sinnbildlich für den fehlenden Zug beider Teams zum Tor. Wenn spielerisch nichts geht, vielleicht mal die Möglichkeit mit einem ruhenden Ball. Die Fortuna, sie hat mit Steffen einen Spezialisten in ihren Reihen, der sich schon des Öfteren hervortun konnte. Aber auch der Versuch eher missglückt. 0:0 also zur Pause. Nach dem Seitenwechsel aber die Fortuna zunächst etwas zielstrebiger. 53 Minuten gespielt, Kwame mal mit dem Abschluss. Nach dem Spiel unter der Woche die Fortuna natürlich mit spürbarem Kräfteverschleiß, zumal die Verler kaum Räume anboten, um sich gefährlich vor das Tor zu kombinieren. Der Abschluss von Fink hier, er geht Richtung Eckfahne. Fortuna-Trainer Uwe Koshinat reagierte, brachte mit Kessel für Steffen neues Personal und Michael Kessel nach langer Verletzungspause ein belebendes Element. Rechtsverteidiger Sievers schön freigespielt in der Situation. Seine Flanke findet Thomas Kraus und der prüft Lange. Sebastian Lange aber zur Stelle, 63 Minuten da gespielt. Verl konzentrierte sich zunächst auf die Defensive, aber bei Ballgewinn ging sofort die Post ab in Richtung Engelmann, der hier nicht im Abseits, der Winkel dann aber zu spitz für den Top-Torschützen des Sportclubs. Simon Engelmann bislang mit 9 Treffern in dieser Saison. Es blieb insgesamt aber weiterhin ein durchschnittliches Regionalligaspiel, das von der guten Organisation beider Teams geprägt war. Der Freistoß von Kessel, ein seltenes Highlight. Da musste sich Lange schon lang machen, um den Ball noch zu parieren. Der Versuch von Kessel, der Beginn der Schlussphase an der Poststraße, die aber sollte dem SC Verl gehören. Kluger Pass von Böhmer Schulte und dann liegt der Ball im Netz, aber wie so häufig in dieser Partie der SC Verl in die Kölner Abseitsfalle getappt. Trotzdem aber einen Aufreger sollte es hier noch geben. Große Schallau mit dem Freistoß und dann wird Handspiel moniert von Florian Hörnig. Engelmann dann geblockt von Hörnig. Richtige Entscheidung wohl von Stegemann. Hörnig
stoppte den Ball mit der Brust. Die anschließende Ecke getreten von Große, Schallau, Kaminski, Engelmann und dann Poggenborg, der seinen Farben hier die Null festhält. Die Fortuna, sie sollte die Null am Ende hinten halten und sie hatte nochmal die Möglichkeit zum Lucky Punch in der 90. Minute. Kessel mit dem Freistoß, anschließend durcheinander im Strafraum des SC Verl. Der Sportclub aber, er kriegt den Ball zunächst geklärt aus dem Rückraum, dann Kessel nochmal mit Urgewalt, aber auch der Versuch, er streicht am Pfosten vom Tor von Lange vorbei. 0:0 beim SC Verl, die Fortuna erstmals ohne eigenen Treffer. Am Ende eine gerechte Punkteteilung, mit der beide Teams leben müssen. Nach dem Pokalaus und dem Fehlen von Streit, Andersen und Aidokmus durchaus ein gewonnener Punkt für die Kölner, die am kommenden Samstag den SV Lippstadt im Südstadion erwarten. Dreier, die erste